Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Eine kleine Legung nach Astrologie. Ich könnte sagen Astrolegung bis 28. Oktober 2018. Eine allgemeine Legung. Die Hauptthema liegt in die Mitte. Die Feuerelement bedeutet Begeisterung, bedeutet Leidenschaft, bedeutet Bewegung, zwar eine schnelle Bewegung. Diese Begeisterung kommt entweder von euren Inneren und setzt ihr etwas in Bewegung. Das kann aber auch Einflüsse von außen sein und dadurch ändert sich die Richtung und etwas begeistert euch. Ich könnte sagen, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und tatsächlich bringt ihr das im Ausdruck und startet auch etwas Neues. Das ist nicht nur die Idee, die Begeisterung, sondern ihr werdet selbst Schritte machen. Aber schaut noch in die Spiegel und diese Spiegel, ihr seid hier als Ausgangspunkt und dieser Spiegel liegt genau gegenüber und das symbolisiert euren Partner oder Partnerin. Was spiegelt dieser Seelenpartner oder Seelenpartnerin? Hier erscheint die Mond. Mond kann eine gewisse Wechselhaftigkeit bedeuten oder kleinere Veränderungen. Aber das Schöne ist im Mondenergie, das sind die Träume, die Fantasie, die Romantik und die Sehnsüchte. Also, ihr habt einen Seelenpartner oder Seelenpartnerin und hat Sehnsüchte nach euch. Und das sollt ihr auch bewusst sein damit, weil das spiegelt etwas. Und wenn ihr das verinnerlichen könnt, dann habt ihr auch die Gleichgewicht. Was gibt die Basis? Was gibt die Fundament? Die sicheren Boden? Das ist dieser Rückzug. Entweder braucht gerade diese Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft. Also zieht euch zurück und seid ihr in eine Warteposition oder verinnerlicht es erstmal, also meditiert darüber. Und wenn ihr wirklich sicher seid, dass etwas Gutes hier entsteht, dann sollt ihr auch handeln, sollt ihr diese Energie umsetzen in Tat. Aber für eine kurze Zeit wäre gut, nachdenklich zu sein oder einfach ausruhen, weil in Ruhe liegt die Kraft. Dann habt ihr wirklich die Kraft, das zu verwirklichen. Was könnt ihr erreichen in die Tagen? Die Höhepunkt, was ihr wirklich erreichen könnt, das ist dieser Kelch und das ist euren Gefühlen, euren Intuition und Inspiration. Hört auf euren inneren Stimme und dann weißt ihr, welche Richtung sollt ihr diese Energie bewegen und damit habt ihr Erfolg, weil ihr werdet auch wahrgenommen. Thema, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Bekommt ihr gerade Wertschätzung? Nein, das macht euch auch traurig. Da sind Tränen. Oder habt ihr dieses Selbstwertgefühl? Es fühlt euch eingeschränkt. Und so ist die finanzielle Lage, weil energetisch hängt es zusammen. Also etwas bedrückt euch finanziell oder ihr seid finanziell eingeschränkt. Warum? Da sind auch Ämter, Einfluss von außen und die haben auch ihre Forderungen und sie treiben das auch an. Das kann Finanzamt sein oder Versicherung
oder Banken oder eine rechtliche Lage, es sind Rechnungen offen und kommen die Forderungen. Wenn ich betrachte euren vertrauten Umgebung, und damit meine ich euren Bekannten, die Nachbarn, die Verwandten, da kommt die Gerechtigkeit. Oder ihr bekommt einen Besuch und ihr werdet über eine rechtliche Lage sprechen. Es kann bedeuten, dass ihr bekommt eure Rechte. Es kann bedeuten, ihr setzt euch ein für die Gerechtigkeit oder jemand setzt sich ein für die Gerechtigkeit in euren vertrauten Umgebung. Kann auch bedeuten, dass ihr in Verwandtschaft, in Nachbarschaft eine rechtliche Lage habt. Ein Streit zum Beispiel. Sollt ihr den vertrauten Ort verlassen und auf diesem unbekannten Weite erobern oder auf die Reise zu gehen, das ist alles ungewiss. Ihr weißt auch nicht die Richtung, was wäre gut oder was nicht. Und weil das alles in die Schwebe ist oder ungewiss ist, es ist momentan nicht günstig, eine Reise planen und auf die Reise zu gehen oder diese Auslandskontakte pflegen. Ihr weißt nicht, was dann kommt. Wir schauen die Kinder an und damit meine ich nicht nur euren Kinder, sondern auch die eigenen Kindheit. Ihr habt sehr viel Gefühl dabei, aber kommt zu wenig zurück, wenn das euren Kinder betrifft. Oder kommt gerade keine Dankbarkeit, kommt kein Entgegenkommen und damit stoßt ihr an euren Grenzen. Das ist eine Herausforderung. Aber es muss nicht die eigenen Kinder bedeuten, sondern es kann auch die Kindheitserinnerungen, und da seid ihr auch emotional eingeschränkt, beschränkt, und das heißt, bei diesen Erinnerungen sind auch sehr viel Tränen und ihr sollt diese Erinnerungen loslassen, darüber stehen. Es geht alles voran und achtet auf euren eigenen Gefühlen. Damit kommt ihr auch weiter. Das ist euren eigenen Gefühlen. Das soll in Ordnung sein. Jetzt schauen wir euren beruflichen Situation an in die kommenden Tagen und das zeigt diese Karte an. Hier werden klare Entscheidungen getroffen. Ihr sollt auch von etwas befreien wie Angst oder Zweifel und ihr braucht diese königlichen Auftreten, mal klar und deutlich euren Meinung sagen. Damit ihr in diesem Kraft bleibt, ihr braucht einen gewissen Rückzug und das zeigt diese Karte an. Das ist auch sehr königlich und das gibt euch diese Kraft, all das zu bewältigen, die berufliche Situation zum Verbessern. Hier handelt es sich um Klarheit und Entscheidungen und hier handelt es sich um Mut, Mut und Kraft. Aber dass ihr Mut und Kraft habt, braucht ein gewisser Rückzug, diese Kraft zu sammeln, vorbereitet zu sein, weil in die Tagen sollt eure Meinung vertreten. Es ist sogar möglich, dass hier eine klare Entscheidung getroffen wird und ihr kündigt und sucht etwas Neues. Es trifft nicht alle Einzelnen zu, aber ist auch möglich. Diese Karte haben wir schon besprochen als Ämter, die Einflüsse von Amt, die Forderungen, aber in diesem Platz bedeutet diese Karte noch etwas und das ist die Transformation. Was sollt ihr transformieren, verändern in die Tagen? Alles aussortieren, was im Weg liegt, das ist die Befreiung, damit endlich aufatmen könnt. Und hier kommt natürlich die Luftelement im Vorschein. Das ist die große Reise, die Ausland, auch diese ungewisse, man sieht nicht, welche Richtung soll das gehen, bedeutet aber diese Karte nicht nur die Reise, sondern Ausbildung.
Erkenntnisse zu gewinnen. Und es ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, anmelden in eine Fortbildung oder Ausbildung, weil ihr weiß gar nicht die Richtung, ihr seid noch gefangen. Ihr sieht es gar nicht, was wäre gut. Die Freundschaften, Bekanntschaften kommt etwas in Bewegung, eine männliche Person meldet sich oder werdet ihr jemand kennenlernen. Und das war diese Astrolegung bis 28. Oktober 2018. Ich möchte euch noch etwas aufmerksam machen. Ich habe ein Video gemacht über Geld und Finanzen. Ich habe dieses Video nicht veröffentlicht. Aber ihr bekommt dieses Video kostenlos, wenn die Interesse daran besteht. Dann schreibt mir ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Es ist gratis, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Und wir übergehen jetzt für eine kleine Infoaufnahme, wo ich das genau nochmal erkläre, wie ihr diese kostenlose Video bekommt über Geld und Finanzen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht. Ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.